Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie eine Hexe mit einem Hexenkessel macht, die einen Trank braut und die kommen da dann raus und die geben meine Effekte. Super coole Erklärung. Das Video mache ich im Grunde nur, weil ein Kanalmitglied mir das in die Kommentare geschrieben hat und das ist eine sehr spezielle Forderung, aber da ich die Woche viel zu tun habe und das jetzt ziemlich einfach umzusetzen ist, habe ich das gemacht. Stellt mir bitte nicht so spezifische Anfragen, ich zeige lieber, wie man grundsätzlich ein System umsetzt. Und solche Sachen hier, naja. Auf jeden Fall, das ist eine Hexe, die steht hier jetzt einfach so, macht die ganze Zeit ihre Animation mit dem Stock. Dann haben wir hier einen Hexenkessel mit der Suppe da drin, die sich dreht. Und so alle paar Sekunden kommt da dann hoffentlich irgendwann mal, da, wupp, so ein Ding raus, weil ich keinen Bock hatte, jetzt noch einen Trank zu brauen. Jetzt lauf nicht weg! Nein! Komm her, bitte! Okay, wir laufen einfach nochmal der Sache hinterher, dauert nicht mehr lange. Wir sollten es gleich eingeholt haben. Also es ist nur noch eine Frage der Zeit. Warum ist das Ding genauso schnell wie ich? Alter. Aber jetzt, ich hole ein. Und wenn ich dann, komm schon. Hier. Und wenn ich dann das Ding berühre, dann aktiviert sich der Effekt. Und jetzt habe ich zum Beispiel mehr Speed bekommen und habe dann diese Partikel auf mir drauf, die indizieren, dass ich einen Effekt auf mir habe. Das genau macht das Ding. Es gibt auch noch andere Effekte. Ist ja auch vollkommen egal. Was macht dieser Effekt? Oh, lol. Ach jetzt, okay, sehr gut. Ihr seht, wunderschöne Zaubertränke. So, wie habe ich das Ganze gemacht? In meinem Roblox Studio Lernen Video von der letzten Woche habe ich schon gezeigt, dass ich diesen Hexenhut und den Hexenkessel und die Hexensuppe hier im Blender gebastelt habe. Wie man das Ganze macht, zeige ich euch nicht. Dafür gab es ein Blender-Tutorial, das ist jetzt oben rechts auf dem i verlinkt. Und da könnt ihr euch angucken, wie man Blender bedient, könnt dann selbst so einen Hexenkessel machen. Ihr könnt es aber auch in Roblox nachbauen, ist vollkommen egal. Am Ende habe ich dann hier so ein Mesh-Part namens Kessel, dann auch so ein Mesh-Part namens Kesselsuppe und dann noch den Hexenhut hier, den ich zum Accessory gemacht habe. Wie man übrigens so ein Mesh-Part zu einem Accessory macht, dazu habe ich auch ein Video gemacht, das ist jetzt auch oben rechts auf dem i verlinkt. Die Kleinigkeiten, die darin nicht mehr so aktuell sind, die habe ich alle in dem Video von der letzten Woche nochmal erklärt. So, wie habe ich dann dafür gesorgt, dass dieser Hexenkessel hier eine Suppe drin hat, die sich dreht? Dafür habe ich einerseits erstmal die Suppe hier einfach platziert. Die Suppe ist wirklich einfach nur hier sowas. So ein bisschen durchsichtig, ich habe zwei davon genommen. Ich habe auch noch die hier. Und die beiden dann überlagert, das sind dann halt die Suppe. Und die sind da halt drin. Dann ist in dem Hexenkessel an sich nochmal ein Attachment. Das habe ich Kessel Attachment genannt. Also ich habe hier Plus gemacht, dann Attachment. Dann habe ich Kessel Attachment genannt. Dasselbe habe ich mit der Suppe gemacht. Das habe ich Suppe Attachment genannt. Und dann habe ich noch ein Hinge Constraint hinzugefügt. Dafür könnt ihr einfach hier Hinge schreiben, Hinge Constraint. In dem Hinge Constraint habe ich dann eingestellt, dass Attachment 0 das Kessel Attachment ist, Attachment 1 das Suppe Attachment ist. Bitte nicht verwechseln, Attachment 0 muss halt in dem Kessel drin sein, Attachment 1 muss die Suppe sein. Und dann habe ich eingestellt, dass das Ding Actuator Type Motor ist, das heißt, der dreht sich permanent. Dann habe ich hier eingestellt, der dreht sich mit einer Geschwindigkeit von 1,3 Stats die Sekunde. Wenn man weniger machen würde, ist das ein bisschen verbuggt und hört auf, sich zu drehen. Also langsamer drehen kriegt man nicht hin mit einem Hinge Constraint, dann müsste man das mit Angular Velocity machen. Das Problem bei Angular Velocity ist, die ist auch nicht so zuverlässig. Ist alles nicht so geil. Motor Max Acceleration habe ich auf Infinite gemacht und Motor Max Torque auch auf Infinite. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das auf Infinite macht, einfach ganz viele 9 rein spammen und dann Enter drücken. Dann ist es auf Infinite. Das ist alles, was ich hier eingestellt habe. Wichtig ist, dass das Super Attachment und das Kessel Attachment richtig gedreht sind. Das ist ein bisschen tricky rauszubekommen. In meinem Fall hat das Kessel Attachment die Orientation 0, minus 90 und 90. Und das Super Attachment hat die Orientation 0, minus 180 und 90. Das kann für euch aber anders sein. Die müsst ihr dann halt ein bisschen drehen, indem ihr halt das Attachment auswählt. Dann einmal hier so und dann dreht und dann guckt, was das für einen Unterschied macht. Dann habe ich noch, damit es ein bisschen mehr glowt, nochmal eine Kopie von dem Ding gemacht. Die ist aber ganz leicht durchsichtig nur. Die hat dann Material Neon, Transparency auf 0,9. Und in dem Glow ist dann halt noch ein Point Light drin, das einfach Licht von sich abgibt. Und das sorgt dann dafür, dass das Ding glowt. Und das ist dann halt so ein bisschen, ja, wie so eine magische Suppe aussieht. Und dann habe ich natürlich den Glow noch an die Suppe rangeweldet, damit die immer zusammenkleben bleiben. Die Kesselsuppe habe ich dann nochmal dupliziert. Das Attachment von der Kesselsuppe ein kleines bisschen nach unten rechts verschoben. Und dann beim Hinge Constraint nicht eingestellt 1,3, sondern minus 1,3. Was mir gerade noch einfällt, was ich euch nicht gesagt habe, damit der Hexenkessel euch auch nicht wegfliegt, muss der Kessel an sich natürlich geankert sein. Die Kesselsuppe aber, die darf nicht geankert sein. Auch der Glow in der Kesselsuppe darf nicht geankert sein. Und vor allem, kein Collide muss aus sein, damit das nicht irgendwie miteinander kollidiert.
Die Kesselsuppe kollidiert mit nichts, weil sonst gibt es Probleme. Und wenn es geankert wäre, könnte sie sich auch nicht drehen. Und dann hatte ich schon eine Suppe, wenn ich auf Run gehe, die sich dann einfach dreht. Und die dreht sich, also beide drehen sich in unterschiedliche Richtungen, damit es so ein bisschen turbulenter aussieht. Falls euch das alles zu anstrengend ist, hier alles nachzubauen und so, könnt ihr natürlich bei mir Kanalmitglied werden und es dann auf meinem Discord-Server herunterladen. In der Videobeschreibung ist immer ein Link. Für Kanalmitglieder Tier 2 oder höher steht dann immer der Download auf unserem Discord-Server zur Verfügung. Ihr müsst halt euer Discord-Account mit eurem YouTube-Account verbinden, damit Discord auch weiß, dass ihr Kanalmitglied seid und dann funktioniert das automatisch. Das ist dann im Grunde schon der Kessel. Dann habe ich hier noch den Effekt-Orb und das ist dann einfach so der Trank, der rausploppt. Bei mir habe ich einfach nur eine Kugel genommen aus Glas und 0,8 Transparency und in das Glas habe ich eine weitere Kugel gepackt, die ist dann aus Neon und hat 0 Transparency. Wenn ich die auf niedriger stellen würde, sowas wie 0,1, dann ist die unsichtbar, weil Roblox ist dumm, was Glas angeht. Man kann durch Glas nur Sachen durchsehen, die komplett opak sind. Leider. Sonst könnte man coolere Effekte machen. Da in den Glow habe ich dann nochmal zwei Poundlights gemacht. Ein kleines und ein etwas größeres, damit es halt einen gewissen Glow von sich gibt. Wenn wir den Effekt-Orb hier in den Schatten halten, seht ihr, der gibt so einen leichten Glow von sich ab. Und, was ihr vielleicht auch gesehen habt, wir haben hier noch einen Particle-Emitter. Und der wirft einfach nur ein paar Partikel raus. Wie ich das eingestellt habe, könnt ihr hier auch einmal angucken. Hab eine Farbe eingestellt. Light Emission, Light Influence, beides auf 1. Die Size habe ich eine Number Sequence gemacht, die dann einfach nur, kann man kaum sehen, aber die fängt bei 0 an, geht dann hoch auf 0,1 und bleibt dann hier auf 0,1 und geht dann wieder runter auf 0. Dasselbe habe ich mit Transparency gemacht. Das fängt dann bei, die Transparency fängt dann auch bei 0 an und geht dann langsam hoch. Was ich gerade komisch finde, müsste Transparency nicht eigentlich immer bei 1 anfangen? Jetzt bin ich verwirrt. Naja, eigentlich müsste es bei 1 anfangen und dann langsam hochgehen zu einem anderen Wert. Naja, ist ja auch egal. Lifetime habe ich 0,1 bis 0,4 gemacht. Rate habe ich auf 150 gestellt. Die kann man auch höher stellen, dann sind es halt mehr. Jetzt habe ich es auf 30 gestellt. 300. Und dann ist es mehr und 150 ist dann weniger. So. Rotation Speed, alles auf 0. Speed habe ich auf 0,2 bis 0,7. Spread Angle auf 360 und 360, damit er in alle Richtungen sich spreadet. Und die Acceleration habe ich auf 0, -4,0 gestellt, dass die alle so ein bisschen nach unten fallen in ihrer kurzen Lebenszeit. Und das sind die Partikel im Grunde. Und nun kommt das Kessel Script. Das ist dann auch ein ziemlich einfaches Script, das einfach nur sich diesen Effekt-Orb nimmt und dann halt immer wieder einen neuen spawnt und den mit einem Effekt verseht. So, wir haben hier einmal den HTTP-Service für die GUID später. Dann den Server Storage, weil dort wird der Effekt-Orb dann reingepackt, damit dazwischen gelagert wird. Die Conny Library mit der ID 90291972264. Und dann holen wir uns den Hexenkessel, das ist script.parent, das ist dann halt dieses Model hier. Den Effekt-Orb, wo wir im Hexenkessel suchen nach Effekt-Orb. Und dann setzen wir den Parent auf Server Storage, damit der Effekt-Orb halt nicht mehr hier so rumchillt, sondern halt in den Server Storage abgeschoben wird. Dann noch die Kesselsuppe. Das ist dann einfach nur die Kesselsuppe. Ich hätte auch Kesselsuppe 2 nehmen können. Weil ich möchte, dass der Effekt-Orb in der Kesselsuppe spawnt und dann rausspringt. Und deswegen nehme ich die Kesselsuppe als Referenz. Und dann haben wir hier eine Liste mit allen Effekten, die hier so drinne stecken können. Das ist dann halt wirklich ein Table. Und in dem Table stecken Funktionen drin. Die erste Funktion, die erhöht dann die Jump-Height von dem Spieler. Alle Funktionen nehmen die Argumente Spieler und Humanoid rein. Und wenn der Effekt gecallt wird, dann steht halt Humanoid Jump Height ist gleich Humanoid Jump Height plus 10. Use Jump Power wird auf False gesetzt, weil es gibt halt zwei verschiedene Modi. Und wenn wir mit Jump Height arbeiten, dann müssen wir Use Jump Power auf False setzen. Dann Task.Rate 60, weil nach 60 Sekunden wird der Effekt dann wieder rückgängig gemacht, indem wir hier minus 10 machen. Und dasselbe machen die anderen auch. Hier einmal mit Walk Speed um 20 erhöhen, dann wieder um 20 verringern nach 60 Sekunden. Hier wird die Body Height, haben wir eben auch gesehen, um 2 erhöht, 60 Sekunden gewartet und dann um 2 verringert. Und dann wird hier noch die Body Width um 2 erhöht und dann um 2 verringert. Und ihr könnt ja so viele Effekte hinzufügen, wie ihr wollt. Wichtig ist nur, hinter jeder Funktion ein Komma. Und dann schreibt ihr einfach Function, Klammer auf, Spieler, Doppelpunkt, Player, Komma, Humanoid, Doppelpunkt, Humanoid. Und dann könnt ihr sonst was für einen Effekt mit dem Spieler machen. Ihr könnt zum Beispiel auch sagen, Spieler kickt, dann wird der Spieler gekickt, wenn er den Trank schluckt. Oder ihr könnt den Humanoid töten. Ihr könnt alles Mögliche machen, weil ihr habt jetzt einfach eine Funktion, die ausgeführt wird und ihr habt die Argumente Spieler und Humanoid. Ihr könntet zum Beispiel sagen, local velo Doppelpunkt angular velocity ist gleich instance.new angular velocity. Dann sagen wir immer velo.attachment 0 ist gleich attachment. Dann müssen wir natürlich noch ein Attachment erstellen. Local attachment ist gleich instance.new attachment und attachment.parent ist gleich humanoid.parent Doppelpunkt find verschalt humanoid root out. Ja, okay, could be null, dann meckert er rum, dann sagen wir einfach lieber
Spieler.Character funktioniert nämlich auch. Und dann sagen wir .PrimaryPart. Er meckert rum, dass wir keinen Character haben. Also sagen wir LocalCharacter ist gleich Spieler.Character. Dann sagen wir Doppelpunkt ist gleich ein Model. Weil den Charakter gibt es. Wenn es den Charakter nicht geben würde, würde es den Humanoid nämlich auch nicht geben. Und der Charakter könnte den Trank ja gar nicht aufnehmen. Dementsprechend machen wir das so. Dann sagen wir Velo.MaxTalk ist gleich Math.Huge. Damit das richtig viel Einfluss hat. Und Velo.AngularVelocity ist gleich Vector3.New 0,1,0. Und dann noch Velo.Parent ist gleich auch Character.PrimaryPart. Dann am Ende natürlich noch das hier. Kopieren und reinfügen. Task.Rate 60. If not humanoid or not attachment or not Velo, then return end. Und jetzt sagen wir einfach nur Velo.Destroy. Und Attachment.Destroy. Und jetzt haben wir einen neuen Effekt gemacht, der dafür sorgt, dass der Spieler sich die ganze Zeit drehen muss. Hoffentlich werden wir dann sehen. Vielleicht habe ich da auch einen Fehler gemacht. Jetzt brauchen wir noch eine Möglichkeit, um zu sagen, yo, ein Trank wird erschaffen. Dafür schreiben wir jetzt Local Function Spawn Potion. Und jeder Trank soll dann immer einen random Effekt haben. Das heißt, wir sagen jetzt Local Effect ist gleich Effekte in eckigen Klammern math.random 1, Hashtag Effekte. Und dadurch wird dann ein random Effekt aus diesem Effekte-Table hier rausgenommen. Jetzt wird ein neuer Orb erstellt, heißt local Orb ist gleich EffektOrb.Clone. Und weil wir die Partikel von dem Orb dann auf den Spieler übertragen wollen, brauchen wir noch die Partikel, also local Particle ist gleich Orb.PrimaryPart .FindFirstChild Particle. So, und da ist es natürlich wichtig, dass ihr, wenn ihr auf den Orb geht, dass ihr hier ein Primary Part festlegt. Und das Primary Part, das könnt ihr einfach auf Primary Part draufklicken, ist dann der Effekt Orb. Und im Effekt Orb befindet sich Partikel und der heißt dann auch Partikel. Genauso wie es hier steht, müsst ihr es dann auch hier reinschreiben. Und dann habt ihr die Referenz geschafft. Jetzt erschaffen wir noch eine GUID. Das ist eine eindeutige Identifikationsnummer. Wofür werdet ihr gleich sehen. Local GUID ist gleich HTTP Doppelpunkt Generate GUID und dann einfach True. Dadurch wird eine neue GUID erzeugt. Und wir sagen jetzt Orb.PrimaryPart.Touched Doppelpunkt Connect Function in Klammern Hit. Und hier kommt dann die Funktion rein, die gecallt wird, wenn der Trank berührt wird. Ihr könnt natürlich auch sagen, yo, der Trank soll nicht berührt werden. Wir wollen dann stattdessen ein Proximity Prompt. Dann geht ihr einfach hier in den Effekt Orb rein, fügt ein Proximity Prompt ein und dann sagt ihr einfach .proximity prompt .triggered und dann habt ihr das genauso gemacht und dann entscheidet man sich bewusst den Trank zu trinken. Geht auch. Ich mache es jetzt mit Touched und wenn man mit Touched arbeitet, muss man erstmal ein paar Sachen abklären. Erstmal gucken wir local Spieler, Humanoid ist gleich Conny Library Doppelpunkt get Spieler from hit part in Klammern Hit. Das spart uns sehr viele Zeilen Code. Wir holen uns direkt den Spieler und den Humanoid durch die GetSpielerFromHitPart-Funktion aus der Conny Library. Deswegen ist die Conny Library toll, weil sie spart uns sehr viele Zeilen Code. Jetzt müssen wir noch einmal gucken. If not Spieler, dann hat das Ding irgendwas anderes berührt und wir können abbrechen. Aber wir sagen jetzt or not Humanoid or not. Und jetzt kommt noch ein Debounce rein, weil wir wollen, dass der Effekt nur einmal gecallt wird. Conny Library Doppelpunkt Gatekeeper in Klammern, in Anführungsstrichen, Orb unterstrich, Punkt, Punkt, GUID und dann Komma 1, then return end. Und dann haben wir jetzt ein Debounce, dass dieser Effekt halt nur einmal die Sekunde gecallt wird. Und da wir hier gleich den Orb dann zerstören werden, mit Orb Doppelpunkt Destroy wird er nur einmal gecallt. Wenn ihr keinen Bock auf GUIDs habt oder auf den Gatekeeper, dann könntet ihr theoretisch auch schreiben, local Debounce ist gleich false und dann sagt ihr nicht or not gatekeeper bla 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 so da, sondern einfach nur or debounce und dann müsst ihr hier schreiben debounce ist gleich true und dann habt ihr denselben Effekt. Aber es führen viele Wege nach oben und ich habe mich jetzt für diesen Weg entschieden. Das nächste Ding, was ihr machen müsst, ist natürlich dem Effekt ausführen und das machen wir in einer Coroutine, indem wir schreiben coroutine.wrap und dann in Klammern einfach nur Effekt, weil wir haben uns hier oben die Effektfunktion geholt. Und dann callen wir die Effektfunktion mit den Argumenten Spieler, Humanoid. Und dann wird der Effekt, den wir hier oben reingeschrieben haben und der zufällig gewählt wurde aus dieser Liste, ausgeführt auf dem Spieler und oder den Humanoid. Was wir jetzt aber noch machen müssen, ist natürlich den Orb auch spawnen, weil wir haben jetzt den Orb aufgesetzt, aber der Orb muss natürlich noch rausploppen aus dem Trank und deswegen sagen wir erstmal Orb Doppelpunkt
Pivot2, Kesselsuppe.cframe. Und Pivot2 ist eine Funktion, die könnt ihr nur auf Models anwenden. Deswegen ist der Orb hier auch in einem Model drin. Wir könnten stattdessen auch das Part alleine nehmen und dann den C-Frame anpassen. Das würde auch funktionieren. Ich weiß gar nicht, warum ich es in ein Model gepackt habe, aber wir haben es in ein Model gepackt, ist jetzt einfach so. Pivot2C-Frame, und weil der C-Frame von der Kesselsuppe ja hier drin ist und ich möchte, dass der Orb ein bisschen weiter oben ist, sagen wir dann noch einmal plus Vector3.new 0,1,0. Und dann wird er so ein Start höher platziert, als die Kesselsuppe ihren C-Frame hat. Dann sagen wir Orb.parent ist gleich Hexenkessel.parent. Dann ist der Orb da, wo der Hexenkessel ist. Ihr könnt auch sagen, Orb.parent ist gleich Hexenkessel. Oder Orb.parent ist gleich Workspace. Hauptsache, es ist irgendwo im Workspace drin, damit wir es auch sehen können. Ich mache Hexenkessel.parent. Und jetzt wollen wir noch, dass der Orb so rausploppt. Und damit er rausploppt, sagen wir einmal Orb.primaryPart Doppelpunkt Apply Impulse, und dadurch wird dann ein Impuls applied in Form von einem Vector3.new. Und jetzt könnt ihr hier einen festen Impuls reinsetzen, wie zum Beispiel, der soll immer rausploppen mit 0,30,0. Dann fliegt er immer mit einem Impuls von 30 Stats nach oben raus und fliegt dann gerade wieder nach unten. Wir wollen aber, dass er zufällig in jede Richtung ploppen kann. Das heißt, wir sagen hier nicht 0, sondern math.random und sagen dann minus 25,25. Dann kann er auf der X-Achse schon mal mit in jeder Range von minus 25 bis 25 rausploppen. Dasselbe machen wir dann auch hier mit Z. Und mit Y machen wir das auch, aber da wollen wir natürlich immer einen positiven Wert, also immer nach oben rausploppen. Das heißt, wir sagen jetzt mindestens 30 und maximal vielleicht sogar 50. Und dann fliegt er nach oben raus, damit der Impuls auch richtig applied wird. Einfach nur, um sicher zu gehen, damit denn es nicht gerade nach unten fällt, sagen wir noch einmal task.wait, um einen Frame warten, damit sich Roblox darauf einstellen kann, dass das Ding da jetzt existiert und dann einen Impuls bekommt. Damit habt ihr die Spawn-Potion-Funktion geschrieben. Und die könnt ihr jetzt callen, wie ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel auch zu der Hexe gehen und dann die Hexe anklicken, damit die Funktion gecallt wird. Ihr könnt einen Proximity-Prompt einfügen. Ihr könnt alle möglichen Trigger verwenden. Oder ihr könnt es einfach die ganze Zeit zufällig machen, so wie ich es gemacht habe, indem ihr einfach sagt, while task.wait math.random 10,100 do. Und jetzt wird alle 10 bis 100 Sekunden das ausgeführt, was hier drin steht. Und was wird ausgeführt? Richtig, die Spawn-Potion-Funktion. Wie gesagt, ihr könnt die Spawn-Potion-Funktion an alle möglichen Events koppeln, die ihr wollt. Ihr könnt ein Interface machen dafür. Ihr könnt da alles Mögliche machen, dann Spawn-Potion sagen. Und genauso könnt ihr auch diese Funktion, die hier drin steht, um den Effekt vom Orb zu applyen, oder in eurem Fall vielleicht eher Potion, nennen wir es mal Potion. Könnt ihr es auch nennen. Nennen wir einfach hier alles Orb um in Potion. Das hier könnt ihr auch übrigens umbenennen. Das ist einfach nur eine ID. Potion, Potion, Potion. So. Macht keinen Unterschied. Ihr könnt, wie gesagt, zum Potion auch alle möglichen Bedingungen hinzufügen, dass der Effekt applied wird. Aber so haben wir das dann gemacht. So, für den Test gehe ich jetzt einmal in den Kessel-Script rein und sage dann alle 10 bis 10 Sekunden soll ein Trank spawnen, damit der ein bisschen häufiger kommt. Und dann können wir uns einmal die Tränke angucken, die da rausploppen. So. Und da kommt ein Trank raus. Ich berühre ihn und... Ah, ich habe mehr Jump Power bekommen. Mir fällt aber gerade ein, was sehen wir nicht? Richtig, dass die Partikel auf mir drauf sind. Das habe ich vergessen noch hinzuzufügen. Deswegen gehen wir noch einmal zurück ins Kessel-Script und gehen dann hier einmal noch vor die coroutine.wrap und sagen Partikel.parent ist gleich Fehler.character.primaryPart. Habe ich ganz vergessen. Und weil ich jetzt einfach mal den neuen Effekt, den wir hier gemacht haben, ausprobieren möchte, kommentiere ich mal dieses Effekte-Math.random aus und sage, es ist einfach wirklich Effekte und dann die Funktion Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Effekte 5. Und dann ist es immer der gleiche Effekt jetzt. So, gehen wir einmal hin zur Suppe. Da kommt das Ding. Ich berühre es und ich habe den Effekt auf mir drauf und ich drehe mich. Und ich kann mich jetzt nicht dagegen wehren, dass ich mich drehe. Es ist aber ein bisschen weird. Also, das hätte ich vielleicht anders coden müssen, damit es sich nicht so weird anfühlt. Naja, aber der Effekt funktioniert. Okay, dann nehme ich das hier wieder weg. Mach so, dass es normal ist. Wähle hier wieder 1,100 und ihr könnt es, wie gesagt, connecten, wie ihr wollt. Das Letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist eine Hexe. Und für die Hexe bin ich einfach in die Toolbox gegangen und habe dann eingegeben Witch. Bin ein bisschen runtergescrollt und habe hier diese Halloween Witch gefunden. Und dann habe ich gesehen, oh, die hat schon einen Hut. Voll unnötig, dass ich einen Hut gemacht habe. Ist mir egal, ich gebe dir trotzdem den Hut, den ich gemacht habe. Hab der dann hier ihren Hut weggenommen, meinen eigenen Hut aufgesetzt. Dafür kann ich hier einmal reingehen in die Hexe. So, Hexenhut Accessory kopieren und dann in die Hexe rein. So, hab die Halloween Witch ein bisschen größer gemacht, damit sie mächtiger aussieht und vor allem, damit sie sich über den Kessel rüberlehnen kann. Und ich musste dann auch nochmal hier die
ganzen Welts entfernen und Snaps, Welt und Snap habe ich alles entfernt und habe dann den Charakter nochmal neu gerickt, so wie ein richtiger R6-Rig aussehen muss. Wenn ihr wissen wollt, wie ein R6-Rig aufgebaut ist, dann geht einfach hier oben auf Avatar, dann auf Rig Builder, dann auf R6 und dann zum Beispiel auf Woman Rig. Und dann habt ihr den hier. Und dann seht ihr, wenn wir den öffnen, sind hier keine Snaps drin. Aber wenn ihr auf den Torso geht, sind hier die ganzen Moto 6Ds drin. Ihr könnt dafür natürlich jeden Charakter nehmen, den ihr wollt, der am besten auch richtig gerickt ist. Und nicht einfach einen aus der Toolbox nehmen, wie ich, der irgendwie falsch gerickt ist, beziehungsweise veraltet ist oder so. Ihr könnt auch diesen Dummy nehmen und dann entsprechend anpassen, indem ihr zum Beispiel hier auf die nette Dame geht. Dann zum Beispiel die Sachen hier kopiert, Steuerung C. Dann in den Dummy reingeht, Character Mesh entfernt und dann STRG-V Character Mesh einfügt. Geht natürlich auch. Und dann habt ihr diesen Rig hier. Und dann habe ich noch einen Stock aus der Toolbox genommen, habe den Stock rangeweldet an die Hand, indem ich den Stock ausgewählt habe und den Arm ausgewählt habe, auf Model, hier auf Create und dann auf Weld gegangen bin. Dann waren die festgeweldet miteinander. Und dann habe ich mich rangemacht ans Animieren. Habe also über den Avatar-Tab den Animation-Editor geöffnet. Bin dann hier auf den Animation-Editor gegangen, habe die Hexe angeklickt und dann eine ganz einfache Animation gemacht, die so anfängt und dann so aufhört. Also ich habe einfach nur die Sachen entsprechend verschoben. Hier so und dann habe ich halt so die Sachen einfach angepasst. Und wichtig ist, dass ich hier Toggle Looping Animation angewählt habe, dass das blau ist, dass es auch ein Loop ist. Dann bin ich hier auf die drei Punkte gegangen, auf Save As und dann habe ich New gewählt und Hexe Idle erstellt. Falls ihr einen näheren Blick in den Animation Editor haben möchtet, dann klickt auf das Video oben rechts auf den i verlinkt. Dort habe ich genau erklärt, wie der Animation Editor funktioniert und wie man Animations erstellt. Und genau dasselbe Script aus dem Video habe ich hier auch verwendet. Ich bin dann einfach in die Hexe reingegangen, habe ein Animationsscript hinzugefügt und das ist exakt derselbe Code, den ich auch in dem Video gezeigt habe, nur dass ein bisschen abgespeckt wurde. Zum Beispiel habe ich den Animator, den Humanoid und die Hexe direkt geholt. Gesagt, wenn kein Animator da ist, dann erroren wir mit Au, 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 au. Dann die Test-Animation-Funktion ist exakt die gleiche. Und die Animate-Funktion ist exakt die gleiche, nur dass wir nicht mehr den Charakter Humanoid und Animator holen, sondern die haben wir direkt schon. Der Track wird abgespielt und hier unten wird es dann einfach gecallt, dass Hexe-Idle ausgeführt wird. Und dann haben wir das. Das Problem ist natürlich, wenn ihr das Video geschaut habt, dann fällt euch auf, das hier ist immer noch eine Testanimation. Wenn ihr dann am Ende die Animation auch im fertigen Spiel haben wollt, müsst ihr nochmal in den Animation Editor reingehen, dann hier auf die drei Punkte und auf Publish to Roblox. Dann die also Animation publishen und dann einfach praktisch den Code hier noch einmal nehmen, den hier hinschreiben und dann die Animation ID, die ihr erstellt habt, indem ihr das gepublished habt, packt ihr dann hier rein, zum Beispiel so, und dann sagen wir nicht mehr Test Animation, sondern Animate und so, und dann ist es fertig fürs richtige Spiel. Ich habe die Animation nicht gepublished, weil ich mein Inventar nicht zuklattern möchte mit Animationen. Deswegen ist es ja nur zum Zeigen und es ist sowieso viel besser, wenn ich diese Animation jetzt hier noch in der Hexe drin gespeichert habe, weil wenn Kanalmitglieder sich dann diese Hexe mit Hexenkessel von mir herunterladen, dann ist die Animation da schon fertig drin und die Kanalmitglieder, die selbst die Animation nicht neu machen möchten, können sie dann selber publishen auf ihrem Account und das Ding dann auch bei sich verwenden. Weil Animationen können nur in Spielen geladen werden, die auch den Personen gehören, denen auch die Animationen gehören. Das heißt, ihr müsst für jedes Spiel, das ihr unter einem neuen Account oder einer neuen Gruppe erstellt, auch diese Animation unter dieser Gruppe erstellen. Das ist super anstrengend. Aber so habe ich die Hexe und den Hexenkessel erstellt. Und die Hexe steht hier jetzt den ganzen Tag, chillt und macht so ihre Suppe. Vielleicht macht sie auch mich in ihrer Suppe. Na, wie geht's dir so? Das könnt ihr dann noch in eine coole Kulisse packen. Das wäre dann ein nicer Touch für euer Spiel. Jetzt möchte ich aber keine so spezifischen Anfragen mehr von euch haben. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!